so einen komischen Rand macht. Ich verstehe das nicht. Warum haben wir da so einen schwarzen Rand? Ich muss das immer im Bild anpassen. Das ist das einzige Game, das im Rand so einen hässlichen Rand kriegt. Ich verstehe das nicht. So. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ah ja, genau. Ich muss halt zu dem Jungen. Wir sollten nicht zögern. Sofort zu... Gar nicht gecheckt den Rand. Ich, ja, Digga. Das mit dem Rand nervt richtig ab. Aber das ist nur bei dem Spiel. So, jetzt müssen wir nach Midgard. Asgard, Nilfheim, Muselheim, Vanheim, Jotheim, Alfheim. Aber Midgard ist der Mittelpunkt der Welt. Dein Vater hat Zeus? Endlich verstehe ich! Verflucht, ich baumle an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er das Panzer verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast... Ist der Sound okay? Knackt der nicht und so ein Shit? Oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub. Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Güte. Alle Güte. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Ja. Du wirst ihm nichts sagen. Aschi. Das stimmt aber, ne? Er muss es eigentlich seinem Sohn erzählen, Digga. Gar nichts, alles gut. Hey, erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, das ist geil. Dann muss ich die ganze Scheiße nämlich nicht laufen. Nicht ganz rund, aber es wird schon da können wir damit so zu Freya. Das ist natürlich geil. Alter, es tut so weh, Leute. Ich kann euch das nicht erzählen. Ich kann euch nicht beschreiben, wie ekelhaft das ist, ne? Ich rüpp ja öfter. Und ihr habt ja schon erzählt, was ich da habe. Aber das ist manchmal so unerträglich ekelhaft. Weil das schmerzt auch in der Brust die ganze Zeit. Und da hat man manchmal so ein Drücken. Ey, als wenn man kotzen müsste oder sowas. Sonst die Qualität ist gut. Wenn ich laufe und so, sieht das alles gut glatt aus? Oder ist da was verpixelt oder so? Nein, ne? Könnt ihr ruhig reinschreiben im Chat. Was heißt ja? Ja, alles gut? Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Hä, es läuft nicht ganz rund? Ist doch perfekt, Digga. Wir sind doch direkt vor eurer Tür gelandet. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung... muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach.
Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Digga, der Typ. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Freya, das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Tja, dann wollen wir mal, mein Junge. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden. Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Odin. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Das ist ärgerlich. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Dann lass uns mal abtischen. Nun denn, bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut.
Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Das Boot ist gestrandet. Jemand hat vor, die Schlange. Steig ein. Ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach, ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Unglaublich schön. Kann ich zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja, ja. Aber ich habe mehr als genug Götter. Mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Freya natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher?
Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Walter zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrsgrof zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Der Kleine ist süß, Digga. Oh, der ist so niedlich, Mann. Holy shit. Ich bin ein Gott. Hey, wir sind doch Götter. Wir können doch irgendwas anderes machen. Wir müssen doch nicht gleich dahin. So schön auch erzählt, ne? Ich bin ein Gott. Kann ich unsichtbar werden, Papa? Geil. Versuchen wir es nochmal. Ohne Unterbrechungen. Herrlich. Jetzt können wir die Sandschale aufbinden. Auf ein neues. Lies vor. Den Tod höchst selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Da frage ich mich auch. Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Erde. Los. Jürt. 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 Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alm zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Ja. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpft. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Klingelt. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist das letzte Paket, was heute erstmal gekommen ist. Ja. Und weiter. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Sie werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sachen zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen.
Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Tyr. Wo ist dieser schwarze Kopf? Keine Ahnung. Ich war noch nie. Der Stein! Das muss sie sein! War ja klar. Was jetzt? Sonst verlierst du ihn. Ah, ein Skiendu aus dem Hochland. Früher hatte ich selbst auch einen. Du solltest ihn nehmen, Junge. Ja, Junge, nimm ihn. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Das ist aber nicht nett. Ja, Junge, nimm ihn mit. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Ja, genau deswegen kann dich niemand leiden. Das ist geil, Alter. Das ist gut. Sowas liebe ich ja, ne? Oh, herrlich, Alter. Genau deswegen kann dich niemand leiden. geil, Alter. Einfach herrlich, Mann. Seht mal, schmale Durchgänge an der Seite. Perfekt für den Jungen. Aber Vater kommt noch nicht raus. Okay, ich komme da. Oh! Sei bloß vorsichtig. Freya ist gerade nicht hier, um dich wieder zusammenzubringen. Sei still, komm. Was gefunden? Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Ah, jetzt sieht er das.
Das stammt aus einem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Viele, viele Götter. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. So, jetzt brauchen wir wieder so ein Ding, ne? Aber schön hier jetzt. Schläge.